Okay, was war das jetzt? Nein, die will ich nicht hinsetzen. Will ich mir aufsetzen? Tada! Wir sind jetzt ein Zombie! Kommt hier dann das hin? Ich weiß, da unten und sowas alles war noch eine Truhe, aber da war eh nichts Besonderes drin. So, jetzt kommen wir jetzt mal die ganzen Erze raus. Hier. So. Und dann kommt da so einer rein, so, keine Ahnung. Zack. Hier nochmal. Mal gucken, wie weit der ist. Der ist leer. Ja, es klappt. Wasserleitung fertig gebaut. So. Hier ist auch schon Wasser drin. Das heißt, es funktioniert alles. Hier wird halt wieder Wasser direkt verbraucht. Und es gibt noch mal ein paar Sachen. Ich habe es jetzt schon längst nicht mehr gespielt und bin jetzt aus dem Rhythmus raus und möchte Dias. Jetzt wird's angebracht. Salam, du. Setzen wir das hier ein. Drehen es. So, wird das jetzt aufgeladen? Ja. Und dass der dann hier lang verläuft. So, mal gucken. Da. So, zack. Yes, wir haben sie, die Tier-1-Rocket. Yay, wir fliegen los. Wir haben es geschafft. Wir fliegen los Richtung Mond. Yes, die Erde. So, ich werde jetzt ja wahrscheinlich, müssen wir das jetzt so machen und sind jetzt gleich da, ist noch schon der Mond. So, wir sind da. Und es schießt schon jeder auf uns. So, jetzt stirbst du wieder. Am besten mit dem Schwert. Ja, jetzt stirbst du. Yes. Ja, jetzt stirbst du. Jetzt, jetzt. Und mit dem gehen wir jetzt hier rein, in wo wir hier schon ein wenig waren und ziehen das in unsere Truhe. Gewesen, als wir hier lang gegangen sind und dann, ja, war es halt soweit. Den Schlüssel habe ich schon reingetan, aber wenn wir hier die Kiste öffnen, dann sehen wir hier, hier ist ein Buch mit Glück 2, hier nochmal die ganzen Sachen und das ist das Besondere, worauf wir gewartet haben, das NASA Workmanschema Stufe 2 Rocket. So, meine Lieben, das war's mit Minecraft Electrocraft. Das bis jetzt erfolgreichste Projekt und das längste Projekt bis jetzt geht zu Ende. Ja, viele werden sich jetzt fragen, warum hast du denn aufgehört? Du hast jetzt so viele Folgen rein investiert, in auf den Mond zu fliegen und jetzt machst du da zwei Folgen draus und sowas alles. Das waren eigentlich provisorisch. Es hatte einen ziemlich blöden Grund, denn ich mache immer Sicherheits-Backups von meiner Welt, Electrocraft. Und falls dann mal eine Folge von mir ja, abschmiert. Kann ich noch das alte Dings draufladen, Sicherheitsbackup, und dann fangen wir von vorne an, ohne dass ich irgendwelche Maschinen wegschmeißen muss und Materialien und alles wieder umräumen muss. Zum Beispiel, wenn wir das Lager umgeräumt haben, dann würde ich das eigentlich alles wieder zurückräumen müssen. Das Problem war, ich habe meine Welt gelöscht. Ich weiß nicht wieso. Ich weiß noch nicht, ob ich es war, ob es jemand anders war, ob es es von selbst gelöscht hat. Keine Ahnung. Auf jeden Fall, ich kann mich nicht daran erinnern und ich hätte auch keinen Grund dazu, meine Welt zu löschen. Es ist eine Let's Play-Welt. Und ja, ich lösche sie mal, ne? Ja, ist total logisch, ne? Nein, das ist überhaupt nicht. Und ja. Dann habe ich versucht, das Sicherheitsbackup draufzuladen, aber dieses funktionierte auch irgendwie nicht. Also, irgendwas funktioniert nicht. Ich weiß nicht, ob das mit Java was zu tun hatte oder generell vom Technik-Launcher, dass der so rumgespackt hat. Aber naja, auf jeden Fall, es war ein schönes Projekt und das Best-of ist jetzt schon draußen. Also, wir hatten super, super schöne Zeit. Und
Der Nachfolger wird auch ein neues Projekt werden, wird auch wieder um Technik gehen. Und mal gucken, was ist, welches Modpack das wird. Auf jeden Fall wieder Technik, mit dem Namen Genocide Pack genannt. Vielleicht kommt da auch nochmal ein neues Intro zu. Jetzt nicht speziell zu diesem Projekt, aber ich habe mir ein neues Intro schaffen lassen, denn das alte war ja nicht mehr so geil. Das war Abhydra, mein Minecraft Hydrata. Also seit dem Neustart und deswegen wollten wir was Neues her. Haben wir jetzt auch schon seit einem halben Jahr. Und ja, freut euch drauf und ich hoffe, das Best of hat euch gefallen. Tut mir leid nochmal deswegen, aber okay, ist halt doof. Na dann, ciao.